Wir haben gesehen, wie die Planung vollständig digital abläuft. Jetzt nimmt es uns Wunder, wie ist das auf der Baustelle möglich? Voll modellbasiert. Das ist wichtig, damit wir alle auf der gleichen Grundlage zusammenarbeiten. Die einen oder anderen von euch haben vielleicht schon eine Baggersteuerung gesehen, wo man das Modell auf den Bagger lässt und der das automatisch abgraben kann, den Fahrer nur noch vor und zurück machen muss. Aber wie funktioniert das mit Wand und Decke? Für das sind wir heute unterwegs mit den Arbeitern, mit dem Polier und dem Bauführer. Wir sind auf der Baustelle mit einem TV-Planhäuschen und einem Tablet und der Totalstation organisiert. Ein Bauarbeiter mit einem Tablet, das war am Anfang etwas schwierig, aber sie haben sich jetzt daran gewöhnt. Die Schallung messen wir mit der Totalstation ein, wo wir eigentlich alle Modelle drauf haben. Die Bewährung verlegen wir nach dem Modell, verlegen, wo die einzelnen Positionen mit den Abständen und Durchmesser hinterlegt sind. Für mich hat sich mit dem Beam verändert, dass ich viel schneller realisieren kann, was ich machen muss, weil du relativ kurz und schnell alle Absätze und alles siehst, die Probleme sind. Der zweite Vorteil ist, dass das Modell immer auf der Baustelle zur Verfügung steht und dass man nicht wie früher mit dem Plan die mehreren Abläufe durchgehen muss, bis sie mal auf der Baustelle sind. Das Feedback der Leute ist unterschiedlich. Im Grossen und Ganzen ist es immer wie mehr positiver. Man kann sagen, umso besser, dass es vorbereitet ist und umso besser, dass der WLAN-Empfang ist und dass alles funktioniert, sind auch die Leute immer positiver dazu eingestellt. Für mich nimmt die Kommunikation eigentlich jetzt fast noch mehr Stellenwert ein. Durch das, dass man alles auf diesen Plattformen hat, wird es wichtig, dass man nicht vergisst, miteinander zu reden. Und dass man, auch wenn etwas Neues ist, dass man das kommuniziert und nicht einfach nur aufladet und niemand weiss davon. Der grösste Vorteil, wenn man mit BIM baut, ist die einfache Visualisierung, wo alle Problematiken sehr schnell ersichtlich sind. Der zweite Vorteil ist, dass man einfach und schnell Massenermittlungen und Mengenermittlungen machen kann. Und die sogar kann abgeben in einem dritten. Wir haben gesehen, wie der Baumeister mit dem 3D-Modell unterwegs ist. Aber das Gebäude besteht ja nicht nur aus Wänden und Decken. Darum sehen wir im nächsten Video, wie der Heizungsmonteur mit dem 3D-Modell unterwegs ist oder aber auch der Elektroinstallateur.